die Hardware. Das heißt, die Knöpfe und Tasten, das Gehäusedesign, die Tastaturberührung, die Verstärker und die Lautsprecher. Die Software, das Betriebssystem, die Stimmen, die Features und Funktionen. Den Bühnenappeal würde ich mit diesem Keyboard auf der Bühne sehen wollen. Dem magischen Staub ist kein besserer Kategoriename eingefallen, aber können Sie spüren, kann ich die Leidenschaft des Designers spüren, die durch dieses Tastaturdesign kommt? Und die Zusammenfassung denke ich, dass es ein fairer Preis ist. Das sind die Kategorien, die ich heute auf der Yamaha PSR-X 900 abdecken werde, mit der ich heute in der Halle stehe. Um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob es die richtige Tastatur für Sie ist und ob der Preis tatsächlich angemessen ist, beginnen wir mit der Hardware selbst. Naja, auf den ersten Blick dachte ich. Dies ist eine sehr kleine Tastatur. Es sind nur 61 Noten, also sollte ich wahrscheinlich nicht sagen, nur sollte ich, weil das ist, was manche Leute wollen. Es geht nicht viel weiter als 61 Noten. Ein bisschen links hier, wo wir in das Modulationsrad gehen, und wir haben auch die Tonhöhenbeugung. Von vorne nach hinten ist es auch nicht so tief, nur 431 mm. Insgesamt also ein recht kompaktes Instrument. Das Chassis selbst hat dieses klassische Yamaha-Winkeldesign, das es seit den 70er Jahren gibt, es ist sehr Yamaha. Das Finish auf der Oberseite besteht hauptsächlich aus schwarzem Kunststoff um die Blende herum, aber um das Panel und den Bildschirm herum haben wir beim SX900 diese Blende aus gebürstetem Metall, die wirklich sehr schön ist. Beim SX700 bekommt man das übrigens nicht. Aber es verleiht ihm ein bisschen ein erstklassiges Gefühl, insbesondere bei den Tasten mit den LED-Leuchten dort und der Form der Tastatur selbst. Und das Gewicht von nur 11,5 Kilogramm bedeutet immer, dass es leicht zu heben und überall hin mitzunehmen ist, wo Sie eine Hand haben. Halten Sie es fest und nehmen Sie es unter Ihren Arm und tragen Sie es herum, ohne Ihren Rücken zu sehr zu verletzen. Jetzt sind die Knöpfe und Knöpfe aus Kunststoff. Vermutlich, um Gewicht und Kosten zu sparen, aber sie fühlen sich überhaupt nicht billig an. In der Tat, wenn überhaupt, ist die Art von Kunststoff, die sie verwenden, schön und taktil und hat einen leichten Griff, was ganz nett ist. Und sie haben die LED-Leuchten drin, wie ich erwähnt habe. Es hat also einen netten futuristischen Look, besonders zwischen den gebürsteten Metallblenden, wie ich schon sagte, was zu meiner größten persönlichen Enttäuschung führt. Mit der Hardware dieser Tastatur hat die Tatsache zu tun, dass sie keine gewichteten Tasten im Klavierstil hat. Und das natürlich hätte zusätzliches Gewicht und zusätzliche Kosten gehabt, aber aufgrund meines persönlichen Klavierspielhintergrunds vielleicht auch ihrer. Ich bin ein bisschen enttäuscht, wie sich das anfühlt. Aber es könnte sein, dass das ein notwendiger Kompromiss ist, der eingegangen werden musste. Musste gemacht werden? Ich muss hier die Lautsprecher und die Verstärker erwähnen. Denn ich habe noch nie ein kleines Keyboard wie dieses so satt und tief klingen gehört wie dieses hier. Yamaha, wie Sie vielleicht wissen oder nicht wissen, hat eine sehr, sehr reiche Geschichte in professionellem, hochwertigem Audio und Hi-Fi, die eindeutig auch auf Keyboards übergegangen ist. Weil wir hier einige sehr, sehr gute Verstärker und Lautsprecher haben und ich konnte nicht glauben, wie satt der Klang war. Ich wünschte, es gäbe einen richtigen Weg. Ich könnte dies per Video demonstrieren, aber wenn Sie vor diesen sitzen, werden Sie sehr beeindruckt sein von der Klangtiefe, die diese kleinen Lautsprecher haben, weil sie klein sein müssen, um in eine kleine Tastatur und Verstärker zu passen. Es ist ein sehr großes Geräusch auf dem Bildschirm, bevor wir diese Tastatur überhaupt eingeschaltet haben. Sie können sehen, dass der Bildschirm ziemlich groß ist, 7 Zoll, und wenn er eingeschaltet wird, springt er wirklich ins Leben und zeigt alles sehr farbenfroh und die Schriftart an. Und die Illustrationen sind sehr einfach zu verstehen, aber ich habe immer Angst, einige Fahrzeuge gehabt zu haben und sage Mikrowellen und Wecker und alle möglichen Sachen mit schrecklichen Touchscreen-Steuerungen.
Und wir sind alle eher daran gewöhnt, Tablets und Smartphones mit sofortiger Touchscreen-Steuerung ohne Verzögerung zu verwenden. Ich habe immer Angst, dass wir auf einer solchen Tastatur ein minderwertiges Touchscreen-Display bekommen, weil wir so wenig Toleranz dafür haben. Aber ich freue mich, Ihnen das mitzuteilen, wie Sie sehen können. Die Reaktion des Touchscreens auf dieser Tastatur ist sehr, sehr gut. Tatsächlich sofort. Ich hatte überhaupt keine Probleme, zwischen verschiedenen Menüs zu wechseln, und was haben Sie in den Menüs zu tun, die schön angeordnet sind? Wieder ist alles klar. Und einfach zu verstehen, aber vor allem schnell. Kommen wir also zum wichtigen Punkt, dass es nicht ausschließlich über den Touchscreen gesteuert wird. Das ist das Ergebnis des Feedbacks der Benutzer an Yamaha, denn wenn Sie live spielen, möchten Sie die Dinge nicht immer auf einem Bildschirm steuern, sondern etwas, das taktil ist und das Sie unter Ihrem Finger spüren können. Und wie ich schon erwähnt habe, die Knöpfe haben das. Das Design von Ihnen ist leicht, was ist das Wort? Es gibt Reibung, so dass Sie das Gefühl haben, die Tasten wirklich kontrollieren zu können, und sie werden nicht von Ihnen rutschen, wie es bei einigen Tastaturen der Fall ist. Es wird also nicht ausschließlich über den Touchscreen gesteuert. Auf der Vorderseite und an der Seite befinden sich entsprechende Tasten, so dass Sie in einer Live-Situation immer die Kontrolle behalten. Das ist jetzt eine wirklich nette Geste von den Jungs und Mädels bei Yamaha. Eine Kleinigkeit, die mich ein wenig ärgert, wenn wir uns mit der Software befassen, ist die Playlist-Funktion, von der wir viele Videos haben, die erklären, was sie tut, aber kurz gesagt, es ist eine Möglichkeit, ihre Voreinstellungen zu übernehmen und sie in Ordnung bringen. Wenn ich also an einem Samstagabend einen Auftritt hätte, könnte ich alle meine Songs, die ich spielen werde, in eine Liste packen und sie am Samstagabend laden und mich der Reihe nach durcharbeiten, und sie können so viele Listen erstellen, wie sie möchten. Das Zeichnen aus den Einstellungen auf der Tastatur, aber das Navigieren zwischen ihnen war ein bisschen ein Schreckgespenst, und wir haben festgestellt, dass Leute, die diese Tastatur besitzen, dazu neigen, ein wenig Unterstützung zu brauchen, wenn es darum geht, sich daran zu gewöhnen, wie das funktioniert. Die Playlist-Funktion ist also ein tolles Konzept, aber die Benutzeroberfläche ist nicht ganz so gut, wie ich es gerne hätte. Die gute Nachricht ist jedoch, dass Yamaha absolute Stars waren, wenn es darum ging, diese Tastaturen mit Firmware-Updates zu aktualisieren. Alle drei. Wir sind bis zur Version 1.5, wie sie heute aussieht, also erwarte ich, dass so etwas mit einer kostenlosen Firmware-Verbesserung verbessert wird. Nun die Stimmenauswahl. Hier ist riesig. 1337, um genau zu sein. Und um das in den Kontext zu stellen, Yamahas Flaggschiff-Arrangeur-Keyboards, die Genos, haben 1652 Stimmen, sind aber weit mehr als doppelt so teuer. Sie haben hier also eine gewaltige Auswahl an Stimmen. Während die Premium-Modelle den Genos vorbehalten sind, sind die echten Top-Top-Spätmodelle reserviert. Dinge wie die Keno-Strings, die ein stark gesampelter Orchestersound sind, und die Revo-Drums, bei denen sie ungefähr 27 verschiedene Samples von jedem Stück des Schlagzeugs nehmen. Das ist dem Flaggschiff-Modell vorbehalten. Aber es gibt eine große alte Auswahl an SX900, viel, um mich in den letzten 18 Monaten sowieso glücklich zu machen. Jetzt diese Stimmen. Werden auch bei der Zusammenstellung der Begleitstile verwendet, so dass Sie aus einer großen Auswahl wählen können, was bedeutet, dass Sie unabhängig davon, welches Musikgenre Sie gerne spielen, etwas finden werden, das authentisch klingt. Unterstützung. Die Möglichkeit, sie zu mischen und zu optimieren, wie Sie es von einem Pro-Level-Keyboard erwarten würden, ist alles drin, aber eine der zusätzlichen Funktionen, die ich erwähnen möchte, heißt Chord Looper und ist sehr, sehr gut für das Songwriting. Sie können es hier sehen. Jetzt können Sie im Grunde genommen eine Akkordfolge laden, die Sie spielen, und sie dann in einer Schleife laufen lassen, und Sie können mehrere verschiedene Akkordfolgen laden. Und Sie können einen beliebigen Stil für diese Akkorde auswählen, in denen geloopt werden soll. Wenn Sie also für die kreativen Typen Film oder TV-Soundtrack oder Songwriting oder Orchester schreiben, werden Sie dies als äußerst nützliche Funktion empfinden. Es ist sehr, sehr einfach zu bedienen, und ich habe zuvor ein ziemlich langes Video darüber gemacht, also achten Sie darauf. Ich glaube, es war hier im Schuppen, aber es könnte eines unserer Livestream-Videos gewesen sein. Eigentlich Jack Utebanos, Co. UK. /TV weiterleiten, um alle unsere Videos zu sehen.
Kommen wir nun zum Bühnenappell. Nun, würde ich dieses Keyboard mit auf die Bühne nehmen wollen, wenn ich mir jedes Keyboard der Welt aussuchen könnte, um es auf die Bühne zu bringen? Für mich persönlich lautet die Antwort nein, weil ich eine ungesunde, manche sagen, Fixierung auf das Korg SV2 Stage Piano habe, wie Sie vielleicht in einem meiner vorherigen Videos gesehen haben. Ich kann jedoch nicht leugnen, dass der ZX900 seinen eigenen Stil hat und Yamaha. Und wie gesagt, dieser kantige, futuristische Look ist ihr Ding. Und was ich mag, ist das berühmte Yamaha-Logo auf der Vorderseite. In großen Lettern. SX900 dort, also mit Blick auf die Menge. Jeder in der Menge kann sehen, was du spielst, was schön ist. Es ist wahrscheinlich eines ihrer am besten aussehenden Bühnenkeyboards in ihrer gesamten Sammlung. Die Lichter selbst, die Flächenlichter, muss ich sagen, sehen bei schwachem Licht auf der Bühne wirklich, wirklich schön aus und ziemlich angenehm, wenn ich Freunde von mir oder Familienmitglieder dazu bekomme. Komm in den Schuppen und ich sage, rate mal, wie viel das ist, John? Die meisten Leute schießen beträchtlich über das Ziel hinaus, was immer schön ist und ihnen etwas über das Design der Tastatur und ihr Aussehen für Joe Public verrät, nicht wahr? Also insgesamt, obwohl es nicht meine erste Liebe ist und was möglicherweise meine erste Liebe zu SV2 von Korg überwinden kann, weiß ich es nicht. Ich würde ihm immer noch 8 von 10 Punkten für das Design geben, weil es einen schönen futuristischen Look hat. Kommen wir also zu der Kategorie Magic Dust, mir ist einfach kein besserer Kategorietitel eingefallen, und worauf ich hier eigentlich hinaus will. Kann ich spüren, wo die Liebe und Leidenschaft der Designer in diese Tastatur gesteckt wurde, weil das Ding nicht einfach aus dem Nichts aufgetaucht ist? Irgendwann musste sich jemand das Design dieser Tastatur und der darin enthaltenen Software und ihrer Funktion ausdenken. Irgendwo hätte sich jemand darüber aufgeregt und etwas von seiner eigenen Leidenschaft und Liebe hineingesteckt. Und ich denke, ich kann es spüren, dass ich jetzt seit ungefähr 18 Monaten einen Zuhause habe und es ist in den 1980er Jahren. Stimmen und Begleitstile, weil es gibt eine große Auswahl an klassischen E-Piano-Synthesizern, Pads und Drums aus dieser Zeit, die exquisit authentisch und eindeutig mit Liebe gemacht sind. Hier gibt es Backing Styles für Phil Collins, Cyndi Lauper, die B50-2er, die Polizei, Tears for Fears, Pet Shop Boys und jede Menge mehr. Und der Grund, warum ich es magischen Staub nenne, ist, dass sie lächeln müssen, wenn sie den Phil Collins in der Luft hören. Heute Abend, Drum Pattern hier. Sie drücken diese Taste, die das Drumfeld steuert. Dass man nicht anders kann, als zu lächeln. Und wenn du... Sie können sich nicht davon abhalten, es wiederholt zu spielen, aber Sie können Ihre Hand nicht davon abhalten, die Phil Collins in the Air Tonic Drum Solo Taste zu drücken. Du kannst das nicht machen. Und das ist es. Das ist, was ich meine. Es ist nicht nur das. Es ist die Gitarre von Tears for Fears. So kommt der EQ2 Gitarrensound zum Vorschein. Die Akkorde, wenn Sie die richtigen Akkorde für die Polizei spielen. Auch Rückendeckung. Es klingt einfach wie die Realität. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, damit herumzuspielen, nicht den ganzen Song zu spielen, sondern nur den Geräuschen zuzuhören und zu denken, mein Gott, sie sind genau wie das Original. Und das ist die Leidenschaft des Designers, das ist die Liebe des Designers. Und es kommt auf dieser Tastatur durch. Und Gott segne sie, weil sie damit großartige Arbeit geleistet haben. Ich habe tatsächlich ein großartiges Video, in dem ich speziell auf die 80R-Sektion des SX700 eingegangen bin, der kleine Bruder dieses hier ist, also schau dir das auch an.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Preis des PSR SX 900 Keyboards jetzt fair ist, wenn ich die Qualität der Stimmen und der Begleitstile bedenke, die wir haben, plus die hervorragende Betriebssystem. Und dann balanciere ich es gegen das Fehlen einer gewichteten Tastatur im Klavierstil aus. Es ist klar, dass dieses Keyboard eher zu Softwareliebhabern und Keyboardern neigt als zu reinen Klavierspielern wie mir, also denke ich als Pianist in erster Linie nicht, dass ich eines kaufen würde. Jedoch. Als Songwriter fühle ich mich zutiefst davon angezogen, wie dieses Keyboard die Kreativität in mir anregen kann und mich dazu bringt, darauf einzusteigen und Songs zu schreiben und Musik mit einem 16-Spur-Rekorder mit Akkordloop zu schreiben. Mit der riesigen Auswahl an hochwertigen Sounds möchte ich immer wieder zurückkommen und loslegen und so spielen, wie Sie es sehen können. Machen Sie wirklich einige Kompromisse, um es in der Preisklasse zu halten, in der es sich befindet. Das war notwendig, aber wenn Sie mit diesen Kompromissen leben können und etwas mehr ein Keyboarder als ein Pianist sind, dann denke ich, dass dieses Keyboard ziemlich günstig ist und Sie es lieben werden. Aber wenn Sie ein Pianist sind, seien Sie sich bewusst, dass es vielleicht nicht ganz für Sie ist, aber wenn Sie mich mögen und auch einen kreativen Songwriting-Aspekt haben, dann denke ich, dass es Ihnen gefallen wird. Ich hoffe, das war hilfreich für Sie, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Hinterlassen Sie sie im Kommentarbereich unten. Sehen Sie sich auch unsere anderen Videos zum SX 900 und anderen Tastaturen an. Es gibt eine ganze Reihe von in den geteilten Videos. Vergessen Sie nicht, einen Blick in unseren Gebrauchtwagenbereich auf unserer Website zu werfen, da wir in der Regel auch qualitativ hochwertige, vollgewartete Gebrauchtwagenversionen davon haben. Aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.